Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Wir haben hier aufgehört bei dem Portal, das wir durch einen Kampf hervorgerufen haben. Durch einen Kampf gegen Hände. Böse Hände. Okay, wir können nur hier durch. Oh, sehr gefährlich. Okay, das sind Abgründe für uns. Hohoho! Okay, wir müssen genau zwischen diesen zwei Walzen durch. Auch mal interessant. Hey, aber was soll das? Was bringt mir das jetzt? Hallo? Das hat mir jetzt nichts gebracht. Was soll die Verarschung? Ah ja, ich sollte mal vielleicht als normaler Shorty da rein. Als großer Shorty. Sorry Leute, ich bin leicht durcheinander wieder mal. Und zwar hier könnte ich auch zwischen den Walzen durch, was ich aber nicht will, weil ich etwas groß bin jetzt. Ich gehe nämlich so durch. Und die erledige ich schnell. Wie mache ich das? Ich habe zwei Säulen, die ich ziehen und schieben kann. Und eine. Ich glaube, ich schieb. Nein, ich muss der Länge nach irgendwie durch. Aber ich kann nicht so durch. Ich muss entweder hier. Das ist komplex. Eins. Zwei, drei. Drei dazwischen. Stimmt das? Ja, okay. Dann dürfte es sich ausgehen. Ich mache links unten und rechts oben mich. Das heißt, das kommt oben hin und das kommt hier unten hin. Mein falsches Ich kommt hier oben hin und mein echtes Ich hier unten. Denn nur so komme ich hier durch und kann alles betätigen für einen Schlüssel, welchen ich eigentlich nicht wirklich jetzt gebraucht habe. Ich brauche ihn später. Okay. Das ist ein Suizidversuch hier gerade. Nein, ich gehe bis ganz nach hinten hinein. Gut. Weiter geht's. Oh, nicht schon wieder ihr. Hier geht's nur zurück. Aus dem Grund kann ich das einmal vergessen, aber ich mag euch nicht. Ich mag die sowas von nicht. Danke. Oh. Das ist sowas von eine Qual. Ich kann mich erinnern in Ocarina of Time. Hey, was soll das? Oh. Das steht wieder auch nur da, damit ich mich größer machen kann. Nicht um kleiner zu werden, nur um größer zu werden, um hier durchzugehen und nicht weiterzukommen. Immer zuerst links. Ich sage es mir immer und immer wieder, geh immer zuerst links. Und ich habe das erste Mal die Regel gebrochen, ich bin rechts gegangen. Hier gehöre ich links rein. Und das könnte etwas kompliziert werden für die, die nicht gut im Ausweichen sind. Es ist nicht so schwer, es wird noch schwieriger später. Mit größeren Plattformen. Und hier muss man zielen können. Ich kann nicht treffen. Ich bin zu... Wow! Schreck, lass nach. Genau diese Hände hasse ich. Der Raum ist mir zu groß. Der ist mir zu verdächtig, der Raum. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier raus... Genau. Wenn ich hier raus will, kommt etwas. Trifft mich nicht! Trifft mich nicht! Verfehlt! Oh, das ging recht schnell. Gut, hätten wir das auch erledigt. Das war knapp. La la la. La 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 la.
Schalter aktivieren. Gibt's hier irgendwas? Bomben? Bomben? Okay, gibt's hier irgendwas? Ah, ja, ja, okay, ich sehe es schon. Ah, ah. Mach auf. Oh, eine große Truhe. Und wir, was haben wir? Was haben wir? Es ist die Maulwurf. Okay, nicht Maulwurfs Klaue, aber die Maulwurfs Handschuhe. Und ja, das ist das Item, das wir brauchen, um hier durchzukommen. Um einen blauen Rubin zu kriegen. Ja. Ja. Es geht los, Leute. Endlich können wir Sachen zergraben. Zergraben. Das ist auch ein Ausdruck. Das heißt auf ein neues. Ich werde es höchstwahrscheinlich rausschneiden. Okay, Leute, ich bin wieder da. Ich schneide hier nichts raus. Also ich bin schon weiter vorne gewesen, aber mir ist etwas aufgefallen. Und zwar, dass die Tür jetzt unten offen ist. Ja, das ist mir sehr schnell aufgefallen. Nein. Ich kann mich jetzt klein machen, hier durchgehen und unten die Türe verlassen. Schneller. Was mir den Vorteil bringt, dass ich den Weg da durchgehen kann, den ich vorhin nicht durchgegangen bin. Und zwar genau hier. Wo ich mich auch größer machen kann. Ich weiß zwar noch nicht, was der Schalter macht, aber ich möchte es auch noch nicht wissen. Man kann sehen, deutlich sehen, wo diese komischen Monster sind. Deswegen werde ich die jetzt nicht einmal annähernd versuchen zu begegnen. Ah, irgendwas, muss ja irgendwas sein. Ich schätze mal, wenn ich draufsteige, kommt was. Wow, es ist ein Stein. Ah, ein Schlüssel, der hier gelandet ist. Gut. Ja, das war's mit diesem Raum. Es war sogar sehr wichtig, dass ich hier war. Ich hoffe mal, dass diese Hände mich nicht wegtragen können, obwohl ich klein bin. Oh, das wäre mies. Gut, das haben wir auch jetzt einmal erledigt. Wow! Weg hier. Ich mag diese Hände nicht. Ich hasse sie. Ich habe die Klaue eh ausgerüstet. Ja, machen wir es einfach. Ganz einfach. Komm her. Nicht wirklich Lust da, gegen die zu kämpfen. Gehen wir weiter. Einfach nur weiter. Links oder rechts? Rechts war die Truhe, kann ich mich erinnern. Richtig. Und wir halten den großen Schlüssel, das war's schon. Leute, wir haben den Dungeon hinter uns. So gut wie. Ah, nein, nein! Danke fürs Rausbringen. Es ist im Grunde wirklich die schnellste Methode, hier rauszukommen. Es war jetzt nicht mit Absicht, aber es war trotzdem gut, dass es passiert ist. Bevor ich aber zum Boss gehe, möchte ich noch etwas anderes machen. Wer es vielleicht bemerkt hat, es gibt viele dieser komischen Erdhaufen da. Und wir erhalten einen großen grünen Rubin, 100. Und auf der anderen Seite soll auch noch was sein, aber das ist noch immer nicht alles. Ein Glücksfragment. Yippie-yay. Oh, 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 oh. Wiz Robes! Oh, das war schön. Und was erhalten wir? 80 Muscheln. Ihr könnt's mich mal. Gut, waren wir noch Truhen vergessen, dann holen wir die schnell. Wow, das kann's aber nicht sein. Habe ich wirklich alle Truhen? Ich bin mir sicher, ich habe nicht alle Truhen, aber ich werde sie später mal holen, wenn ich etwas mehr Lust dazu habe. Im Moment, ich werde noch ein Stockwerk weiter rauf gehen. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, hier. Ich werde hier rauf gehen. Werde den Boss kurz vor der Posttür stehen bleiben
Und wir werden dann sehen, wer der Boss ist. Und was macht der Boss? Was brauchen wir, um ihn zu besiegen? Das und noch vieles mehr werden wir in der nächsten Folge erfahren. Also bis zum nächsten Mal.